die erste und Action. Erklär mir bitte mal die Abseitsregel. Die Abseitsregel? Bei Ballabgabe von einem Spieler. Von der Stürmer vorbei, der letzte Abwehrspieler ist und noch nur der Torwart noch zwischen der letzten der Stürmer und der Zeitlinie ist. Wenn der Offensivspieler quasi hinter dem letzten Gegenspieler steht und dann den Pass empfängt, beziehungsweise vor dem Ball hinter dem Gegenspieler steht und dann der Pass kommt, dann sollte es in der Regel abseits gelten. Musst du es oft erklären? Öfters mal meine Frau, aber da habe ich schon aufgegeben. Ganz einfach gesagt, man steht im Abseits, wenn ein Mitspieler aus der eigenen Mannschaft quasi bei Ballabgabe sozusagen vor der Grenze steht. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, das mit der Frau muss man glaube ich gleich wieder rausschneiden. Wenn sie das hört, ist... Also wenn es dir lieber ist... Nein, Spaß, okay. Gottes Willen. Wenn ich den Ball habe und ein Mitspieler vor mir ist, oder vor dem Ball ist, hinter dem Ball ist und nicht ihn anspiele und da kein Gegenspieler hinter ihm mehr ist, dann ist es abseits. Das war nicht gut, gell? Nee. Das kann ich es aufmalen? Nein. Wenn die eine in der Schlange hinten steht und die Freundin aber ganz vorne schon an der Kasse und die dann einen Teil nach vorne wirft, dann steht es im Abseits. Das ist so geil, dass ich es gelten lassen muss. Habe ich dem anderen die Antwort genommen, aber ist mir egal. Wurscht. Wenn jemand in Zara an der Kasse steht, ganz vorne, und jetzt zum Beispiel die Freundin kommt von hinten, wirft noch einen Teil nach vorne zu demjenigen, der ganz vorne an der Kasse steht, ist abseits. Die Geschichte ist geil. Dein Problem ist nur, wir haben sie gerade eben schon mal gehört. Echt? Mhm. Der Markus hat sie dir geklaut. Ja. Nicht ganz so fair, würde ich sagen. Nee, stimmt. Ja, mach's mal nicht. Ich ihm später auch. Vielleicht trete ich ihn um, wenn er draußen ist. Gute Idee. Ja. Draußen bei der Challenge einmal kurz. Ja, ist ja nass, jetzt regnet. Eben, kriegt keiner mit. Wie oft wirst du das gefragt? Gibt's da mal noch Oma, nie. Tante? Noch nie? Noch nie. Okay. Wenn ich jetzt sage, hat man gemerkt? Ja, glaube ich.